Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute in etwas anderer Form, denn heute gibt es kein Video mit meinem Opa, es gibt auch kein Outfit-Video. Heute erzähle ich euch, was meiner Meinung nach die 5 schlimmsten Trends auf Instagram gerade sind. Gleich vorneweg, das Video soll niemanden persönlich angreifen. Es ist einfach nur meine Meinung, es sind Dinge, die mich stören. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich damit nicht leben könnte. Es sind einfach Sachen, die mich stören. Sehr gut. Top Einleitung. Yes. By the way, ich nehme jetzt mit einer neuen Kamera auf und zwar mit der Canon G7X Mark II. Also wenn die Bild- und Tonqualität etwas anders sein sollte, idealerweise etwas besser, dann ist es so. Genau, richtig. Danke fürs Zuhören. Das erste, was mich momentan an Instagram stört, ist es, dass viele Leute einfach alles, was sie an Hype-Stuff besitzen, in ein Bild klatschen und es dann darstellen, als wären sie Fashion-Götter. Damit meine ich nicht zwingend einfach nur Markenkleidung anzuhaben, beziehungsweise gehypte Markenkleidung, sondern einfach vor allem Supreme Accessoires, einfach das ganze Bild damit voll zu klatschen, wie in diesem Beispiel hier mit dem Supreme Blimp, mit Headband, mit Moneygun, mit Rucksack, mit noch einem Rucksack und allem. Einfach alles, was man an Hype findet, einfach alles zusammenklatschen und schon geht ein Bild viral. Ich find's einfach dumm. So, klar kann man zeigen, was man hat, klar ist auch irgendwo ein Reiz dabei, der ganzen Welt zu präsentieren, was man sich Cooles gekauft hat, was man Cooles besitzt. Andererseits ist es aber einfaches, es ist stupides Flexen, Flexing for the Gram. Und das nervt mich zu sehen. Weiter geht's mit einem Trend, der auch schon länger existiert, aber in letzter Zeit auch wieder vermehrt auftritt. Und zwar ist es der Trend, dass man mit seinen neuen gehypten Schuhen auf seine alten gehypten Schuhe tritt. Beispielsweise mit Adidas Yeezy auf Nike Yeezys tritt oder andersrum. Oder wie in diesem Beispiel mit seinem Balenciaga Triple S auf den Balenciaga Speed Trainer. Warum man das macht? Ich weiß es nicht. Es bringt Follower anscheinend. Es bringt auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit. Einen wirklichen Nutzen hat es aber nicht. Gut, jetzt in dem Beispiel ist es Ari Petru. Was es eigentlich noch lustiger macht, weil, Ari hat in seinen 5000 anderen Instagram-Bildern davor den Speedtrainer die ganze Zeit getragen. Jetzt aber drauf zu steigen mit seinen neuen Schuhen, das... Gut, verstehen kann man es nicht, aber... Doing it for the gram. Yeah. Es wird halt langweilig zu sehen, dass Leute es immer noch machen. Wir haben 2017, Jungs, ja. So, weiter geht's mit Customs. Customs werden immer beliebter, aber was mich an Customs stört, ist es, wenn, wie in diesem Beispiel, zwei Schuhmarken aneinander geschraubt werden, beziehungsweise aneinander, miteinander verschmolzen werden. Ich verstehe es einfach nicht. Also, warum? Da hat man eine Adidas Upper und packt eine Converse oder dran. Ich meine, man kann es machen, klar. Auch kein Disrespect an die Leute, die sowas wirklich können, also auch gut können, das ist Respekt dafür. Damals habe ich mal irgendwo ein Bild gesehen von einem, ich glaube es war ein Flyknit Racer Upper auf einer Ultraboost Sohle. Kann man machen, aber muss man nicht. Deswegen diese Art von Customs, nee, muss ich nicht sehen. Bleiben wir auch direkt bei Customs, der vierte Punkt oder der vierte Trend, der mich momentan wirklich nervt, ist, wenn Leute auf ihre Schuhe malen. Sei es zum einen eine eigene Off-White-Kreation, eine eigene Off-White-Variante des Schuhs darzustellen, wie in diesem Bild hier. Ein Vans Old School mit dieser Off-White-Schrift auf der Sohle. Bringt Reposts, mehr aber auch nicht. Und zum anderen tritt es in letzter Zeit vermehrt auf, dass Leute ihre Air Force One customizen. Damit meine ich nicht irgendwelche Kunstwerke draufpacken, sondern einfach stupide drauf losmalen. So wie man es in der 5. oder 6. Klasse mit seinen Chucks gemacht hat. Einfach irgendwas draufkritzeln
um anders zu sein als die anderen. Auch da, es gibt wirklich gute Customs davon. Leider sind die meisten aber eben nicht so gut. Es kann cool aussehen, in den meisten Fällen sieht es aber leider nicht cool aus. Und diese nicht cool aussehenden sind die, die man meistens auf Instagram sieht. Und das finde ich super schade. Der letzte Punkt auch schon. Was stört mich denn am meisten auf Instagram? Richtig, Ari Petru. Nein, Ari Petru ist das beste Beispiel dafür. Als UK's biggest Hypebeast. Ich muss davor zugeben, ich finde es top, was Ari macht, wie er es macht, wie er sich damit verkauft. Super Sache, aber dieser Trend, die Hand vor das Gesicht zu packen. Ich meine, echte JDias, echte Fans von mir, würden jetzt auf mein YouTube-Profilbild gucken und sich denken, was ist denn das für einer? Richtig, ich bin genauso. Aber ich verstehe es nicht, wie man das auf jedem Bild machen kann. Ich bin einfach sprachlos. Egal auf welcher Seite man guckt, High Snobiety, Hypebeast, Modern Authority, Fit Rotation, Outfit Society, alles. Alles. Überall haben die Hypebeasts, haben ihre Hand vorm Gesicht. Steht doch dazu, wie ihr aussieht. Steht dazu. So, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Liste haltet, was ihr zu den einzelnen Themenpunkten haltet, stört es euch auch oder nicht. Ich bin auch offen für Kritik, also wenn euch irgendwas an dem Video stört, bombardiert mich mit Kritik, zerstört mich. Und ja, genau, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meine Seite, mein Kanal ist, ja gut ist es nicht, aber es ist mal was anderes. Ist was Besonderes und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, auch noch ein kleines Ding, was mich stört, ist, wenn Leute einfach ihren Opa in Halbklamotten anziehen und das dann damit auf Instagram irgendwas machen. Also, falls ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede, könnt ihr euch das auch gerne mal hier angucken. Ihr müsst ihr das mal auf Instagram eingeben, dann kommt eine richtig, richtig ganz komisch dubiose Seite. Guckt es euch mal an, folgt mal und lächerlich. Disgusting.